Gut, das Ganze wird jetzt fertig befüllt. Hier eben der Kanister als Ausgleichsbehälter. Dann Waschmaschinenpumpe. Isoliertes Kupferrohr rauf. Geht durch den Wärmetauscher durch. Wird dort vom Feuer, was eben in dem Ofen ist, aufgeheizt. Geht dann weiter. Den Schlauch entlang durch einen Absperrhahn, dann zur Zuleitung, dann darauf und verschwindet im Zimmer. Beim anderen Rohr kommt es eben wieder zurück, kommt da zurück durch auch einen Absperrhahn und dann beim anderen Schlauch oder Rohr, ist ja alles Kupferrohr. Bis es da wieder in den Kanister geht, also einfach ein Kreislauf. Oben steht eben dieser große Wärmetauscher, der Ventilator. Ja, Durchflussgeschwindigkeit habe ich bei der Pumpe jetzt leider nur 3 Liter pro Minute, aber Verbrauch 30 Watt. Ich möchte nicht zu viel Strom verheizen zum oben heizen. Ja, ich würde sagen, probieren wir das Ganze einfach mal im Praxistest aus. Dann fangen wir mal an, damit zu heizen. Ich habe im ersten Teil was von Konservendosenofen gelabert. Konservendosenofen ist bei mir eine Konservendose mit Löchern im Boden, die man auf eine andere draufstellt, wo ein Ventilator aktiv Luft reinpumpt. Ja, die sind ein bisschen klein, das sind so 400 Milliliter Dosen. Mit denen habe ich ein bisschen zu wenig Leistung. Ich muss mir das Ganze mal aus größeren Dosen bauen. Es gibt dann noch die 1,2 Liter Dosen. Mit denen ist das ja hoffentlich dann leistungsstark genug. Aber zeige ich jetzt mal damit. Man könnte natürlich auch direkt Feuer drin machen, aber ich heiz momentan mit Hackschnitzeln. Ja, machen wir mal ein Feuer. Bevor mich jetzt jemand fragt, ob ich denn keine Zentralheizung im Zimmer hätte. Natürlich habe ich eine Zentralheizung im Zimmer, aber ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Und wir haben Holz übrig im Garten. So, hier hätte ich jetzt wieder diesen Ventilator, den dürften einige von euch schon kennen. Das ist der Wärmetauscher im Zimmer. Hier kommt momentan das Wasser mit 43 Grad rein, mit 33 Grad wieder raus und mit 21 Grad Luft vorn raus. Warum? Weil der Ventilator noch nicht läuft. Ja, jetzt ist draußen, wie man sieht, das Feuer ausgegangen, weil die Temperatur sinkt ziemlich stark. Ich zünde das Ganze jetzt wieder an und dann filme ich einfach mal das Raumluftthermometer. Wir haben momentan 19,9 Grad. Schalte ich den ein und ja, schauen wir mal, wie der imstande ist, das Zimmer zu heizen. Gut, dann starten wir mal den Ventilator.
Schaut das Ganze jetzt so aus. Das Wasser geht mit 53 Grad rein, 52 sagen wir, wird auf 29 Grad abgekühlt und die Luft wird mit ungefähr 1 Kubikmeter pro Sekunde auf 34 Grad aufgeheizt. Die Leistung bei ungefähr 4,5 Kilowatt, ein bisschen weniger. Jetzt sinkt die Leistung natürlich wieder, weil das Feuer draußen ausgeht. Und die Raumtemperatur ist immerhin um ungefähr 2,5 Grad aufgeheizt, also gestiegen. Ja, ein bisschen ein stärkerer Ofen draußen als die Konservendose wäre angenehm, weil ich muss jetzt, während ich heiz, immer draußen stehen. Vielleicht bastel ich mir auch noch mal was, was da automatisch nachlegt, dann, ja, mal sehen. Und ansonsten, ja, man muss ja nur mal aufheizen, wenn das Zimmer warm ist. Wir haben recht gut isoliert, dann bleibt es im Fall auch recht lang warm. Und sonst schaltet man halt wirklich die Heizung ein, ja, kein Problem. Jetzt wäre noch interessant, wie effizient das Ganze ist. Die Effizienz von so einem Ofen zu ermitteln, insbesondere wenn der so luftig ist, da ist ziemlich schwer. Aber man kann einmal an der Abgastemperatur, bei 10 Grad Außentemperatur 36 Grad, der Kühler liegt da wirklich oben drauf, sagen, also wirklich viel kann nicht verloren gehen. Auch die Ziegel selbst außen sind ziemlich kühl, bisschen unterschiedlich, aber im Allgemeinen kühl. Hier oben am metallenen Wärmetauscher verliere ich einiges. Der hat 50 Grad, da müsste ich vielleicht noch isolieren. Aber grundsätzlich, die Effizienz ist gar nicht so schlecht. Ja gut, sagen wir, es kriegt vielleicht 45 Grad, wenn ich richtig einheiz. Aber das ist, ja, durchaus effizient.